Ein herzliches Willkommen nochmal zurück zu einer neuen, beziehungsweise zu einem kleinen Erklärvideo. Ich hatte das eigentlich schon im Anschluss des Videos gemacht, was ich ja euch präsentiert habe bereits. Aber da war die Menümusik so laut und deswegen habe ich gedacht, ich mache es einfach nochmal neu, ohne Musik. Deswegen gehen wir hier mal kurz auf den Creators Club. Ich wollte euch das ja noch erklären mit dem Zugverband Designer, was ja seit gestern verfügbar ist mit dem Update. Ich zeige euch das einfach mal, wie das jetzt genau funktioniert. Also man geht dann hier auf Neu hinzufügen, nimmt sich dann hier so ein, nennt sich dann, nimmt sich ein Name für den Zugverband, für den Zug. Meinetwegen IC, ne, machen wir mal IC. 8, der EC8. Dann gehen wir auf Zugverband Ersteller, nehmen uns offiziellen hinzufügen, nehmen uns die 101 Lellokomotive, meinetwegen diese hier. Oder ist die gar nicht? Oh, die können wir wohl gar nicht nehmen, wa? Gut, dann. Nehmen wir uns aus Creators Club die Rheingold. Ich möchte jetzt nur kurz wissen, wie kann man die eine natürlich wieder entfernen? Das wäre jetzt noch eine Idee. So, ja, genau. Dann gehen wir wieder offiziell hinzufügen. Nehmen wir uns meinetwegen die IC Wagen. Da könnt ihr auch alles nehmen, was ihr aus dem Creators Club so habt. Nehmen wir uns den, gehen aus Creators Club, nehmen uns meinetwegen auch den Rheingold. Genau, dann haben wir den Wagen schon dran. Nehmen uns wieder IC. Gehen hier drauf, dann nehmen wir uns, sagen wir mal, den T. Ist auch hinten dran. Ja, so kann man sich dann wunderbar einen Zug zusammenstellen. Wie gesagt, das geht dann so weit, also wie, so wie lang ihr wollt. Ihr müsst dann nur auf 1 achten, das zeige ich euch gleich. Das zeige ich euch gleich. Ja, nur noch zwei nehmen wir noch. Wir können ja auch ein bisschen bunt werden. Das ist ja auch nicht das Problem. Wir können ja auch ein bisschen bunt werden. Können ja auch ein bisschen bunt werden. Genau. Nehmen wir noch zwei ÖBBs dabei. Nehmen wir noch zwei ÖBBs dabei und dann genau, dann geht man das Ganze, geht man hier auf Daten erstmal. So, hier muss nämlich immer stehen ausgezeichnet, weil wenn ihr nämlich fehlgeschlagen oder so steht, dann kann es sein, dass euer Zug die Steigung nicht schafft, weil der einfach zu schwer ist, zu lang ist. Also wir sehen es hier, Lokomotiven 1, Fahrzeuge 9, Gesamtgewicht 460 Tonnen, Gesamtleistung 8583 HP. So, wenn ich weiß nicht, ob was passieren würde, wenn ich jetzt noch eine 101 hinten dran hängen würde, kann ich nicht sagen. Vermag ich nicht zu sagen. Ich könnte es ausprobieren. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Können wir noch eine 101 hinten dran hängen? Welche nehmen wir denn da mal? Hier nehmen wir denn da mal? Dann ist die noch hinten dran. Dann gehen wir auf Speichern. So, gespeichert. Jetzt gehen wir nochmal auf Daten. Das bleibt alles wunderbar. Gut, speichern wir das nochmal. Dann gehen wir auf auf Verlassen. So. Dann haben wir hier eben so einen DB Bahnbonus. Die können ja den hier, den können wir löschen. Den brauchen wir nicht mehr. Gut, dann können wir es nämlich auch nicht vertun.
Die löschen wir. Haben wir. Ihr habt es gesehen, Fehlschlag und so weiter. Den löschen wir auch. Dann können wir nämlich uns gar nicht vertun. So, das ist der, den wir uns gerade erstellt haben. Ne? Das seht ihr hier mit dem Bonus. Gut. Dann können wir auf zurückgehen. Hier komplett raus. Dann gehen wir zu den Zügen. Strecke auswählen. Ja, könnten uns jetzt jede Strecke nehmen, die wir wollen. Fahrplan. Zu Fuß. Essen Hauptbahnhof. Und dann seht ihr, was gleich passiert. Mich orientieren. Wo geht's jetzt hin? Wo geht's nicht hin? Das ist ja eigentlich auch egal. Es geht ja nur darum, euch zu zeigen, dass man den Zug hier. Irgendwie kommt mir das Spiel dermaßen laut vor. Aber nicht. Komisch. Naja. So, laufen wir mal hier rüber. So, dann können wir hier unseren neuen Zug erzeugen. Dann gebt ihr ein 101. Das ist immer ganz wichtig, dass ihr euch den Namen wenigstens merkt, der Zuglok oder so. Sonst findet ihr den nicht wieder. Auch der Lackierung. Wir haben ja genommen Bahnbonus beziehungsweise was haben wir jetzt genommen? Was haben wir jetzt genommen? Glaube, die was? Ja, nutzerdefinierte Zugverbände. Dann nehmen wir den EC8, lassen ihn erscheinen. Das Gleis ist wahrscheinlich besetzt, dann nehmen wir dies, wenn wir können. Ja. Ich habe gerade gedacht, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Ich dachte erst, ich hätte einen Fehler gemacht, aber dann ist euer Zug da, so wie ihr ihn euch zusammengestellt habt. Und dann könnt ihr damit eine Route legen und euch dann ja, mit eurem eigenen selbst erstellten Zugverband dann halt losfahren, dahin, wo ihr hin wollt. Und ja, das macht es natürlich um einiges schöner. Und dann könntet ihr praktisch loslegen. Das ist das ganze Geheimnis dahinter. Schönes Foto. Sieht das doch gleich viel schöner aus. Ah, das weiß natürlich. So, dann sieht das doch gleich viel schöner aus. Wunderbar. So, das ist das Geheimnis hinter der ganzen Sache. Und dann könntet ihr hier einsteigen. Dann ganz normal Route legen. AFB. 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 Störung. Störung. Könntet ihr, sagen wir mal, bis zum nächsten Bahnhof. Wenn das jetzt überhaupt geht, ja.
So, dann würdet ihr grün bekommen und dann könntet ihr einfach losfahren. Das wäre jetzt, wie gesagt, das ist das ganze Geheimnis an der Sache. Also manchmal spielt die AFB nicht mit, kann das sein? AFB, 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 AFB. Na, geht's los. Wunderschön, wunderschön. Das kann man wirklich, das ist einfach das geilste Feature. Also wirklich, das ist, man kann sich da seine eigenen Züge zusammenstellen. Das ist so mega, also wirklich absolut genial. Wunderschön, wunderschön. Einfach nur genial. So, dann machen wir noch ein kleines Foto der ganzen Sache. Wunderschön. Wunderschön. Dann sind wir gleich in Mülheim und dann beende ich das Ganze auch wieder. Ich denke, ihr habt ja dann verstanden, wie es geht. Das ist das ganze Geheimnis hinter der ganzen Sache. Und so kann man sich dann natürlich auch so einen schönen Rheingold hier zusammenstellen. Also wirklich, vorausgesetzt ist natürlich, ihr habt die Repaints aus dem Creators Club. Das ist natürlich Voraussetzung.
Und die ganzen Wagen und alle DLCs, Add-ons und so, ihr wisst wohl Bescheid, was ich meine. Also das ist natürlich Voraussetzung. So, dann sind wir gleich in Mülheim. Ruhr West. Dort endet dann die kurze Fahrt. So, und damit sage ich ciao, servus und tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Haut rein. Ciao, servus und tschüss.